weil das ist jetzt nicht wieder so einen Auftrag. Das wollen wir nicht. Riecht ihr das? Zitronenbäume, Äpfel und Krokusse. Der Duft von Veluca. Manch einer glücklichen Sommer habe ich als Mädchen hier verbracht, beim Spielen in den Gärten der Familie meiner Mutter, wenn mein Vater auf Handelsreisen war. Erzählt mir mehr. In Veluca sind die Winter nass und die Sommer heiß, aber das Volk hier baut große Zisternen zur Bewässerung der Felder. Sie bauen Weintreiben an. Wein aus Veluca ist berühmt, mein Herr, und wer es sich leisten kann, ummauert seine Gärten, wo Apfelbäume im Überfluss wachsen und wir nachts Musik hören oder Schach spielen oder einfach nur die Nachtluft genießen. Die Dichter nennen Veluca ein Paradies und ich denke, da übertreiben sie ausnahmsweise einmal nicht. Okay, danke schön für dieses kleine, für diese Geschichte und die Information. So, was sehen wir hier? Der Xavi. Ja, übrigens, haltet Abstand. Ich bitte um Verzeihung, ich wollte lediglich bemerken, dass ihr etwas schicksalsgebettet aussieht. Mein Glück, so könnte man es sagen. Es war mein Pech, Sohn eines schwachen Vaters zu sein, der mich mit einem Trunkenbold vermählt. Oh, sorry, das ist ja ein R. Er war erst ein bisschen dünn gewesen von innen. Welch mich schlug, es war mein Pech, auf der Flucht vor meinem Gatten von einer Gruppe Banditen gefangen zu werden. Es war auch mein Pech, dass der einzige unter ihnen, der freundlich zu mir war und mir Atemkämpfen beibrachte, die Eifersucht der anfachte, die ihn niederstachen und mich zwang, wieder vorzulaufen. Aber ich halte mich nicht für unglücklich, Fremde. Nicht mehr als jede andere Frau in Karazia. Und jetzt ist es plötzlich wieder eine Frau. Okay. Dieser stinkende Arsch der Welt, dieser Misthaufen der Nation, bevölkert von Affen und Hyänen. Seid ihr zufällig auf der Suche nach Arbeit? Vielleicht, ich könnte das Geld in der Tat gebrauchen. Aber lasst eure Gefolgschaft wissen, dass ich keine Lümmel und Grobiane dulde. Jeder, der sich in meiner Gegenwart sittenlos benimmt, wird schnell ein Pfeil in seinen Rachen finden. Ich werde euch einstellen, versucht nicht gleich am nächsten Tag jemanden zu erschießen. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Gut. Schauen wir noch kurz das Warenlager an. Nö. Und zur Burg. Der Matthias. Guten Tag. Habt ihr irgendwelche Aufgaben? Nein, das werde ich nicht machen. Da muss man aus dem Gefängnis einen von diesen Leuten befreien und das macht schlechte, das führt zu schlechten Beziehungen bei Swadien. Okay, wir gehen das Banditenlager suchen. Wir brauchen das Geld und ja, hier sehen wir zum Beispiel Spuren von irgendwelchen von solchen Truppen oder von Banditen, aber die sind kleiner und glaube ich nicht in diese Farbe oder so. Kommt aber auch drauf an, wie weit sie weg sind. Das sind zum Beispiel Deserteure, die sind noch ein bisschen zu stark. Nicht-Angriffspakt beschlossen. Khanat Kergin und König Eswatin haben einen Nicht-Angriffspakt beschlossen. Greinwalds. Habt ihr Aufgaben? Kann ich jetzt momentan nicht machen. Immer diese Aufgaben. Ich muss mich noch ein bisschen stärker ausrüsten. Vielleicht habe ich dann eine Chance. Der Graf Reichssinn, der jagt wahrscheinlich den Reichsritter Meltor. Okay. Ich denke mal, es ist hier ungefähr. Also hier habe ich einfach mal die meisten gefunden. Und ja, wenn wir die ersten Banditen haben, dann kann man da nicht irgendwie ein bisschen die Kamera nach oben machen. Müssen wir schauen, wo die ersten Leute sind von diesem Banditenlager.
denke, so, Kampf besiegt. Okay. Oh, der Kampf ist recht grob. Gibt viele Verluste. Etrusk. Das müsste irgendwo hier sein. Nicht, dann halt hier. Nein, hier sind sie. Etrusk. Ah, vielleicht hier unten. Komisch. Ah, hier. Dorf Etrusk. Berichte. Nein, ich berichte. Aufgaben, Spiellog. Schauen wir uns das mal an. Burg Etrusk. Ah, es ist nur belagert, nicht eingenommen. Okay. Wo gibt es noch Banditenlager? Wir gehen hier mal zurück. Hier ist nämlich auch Wald. Aber ich denke, es ist nicht hier. Ich sehe keine Banditen. Damals. Okay. Königreich Swadien und Sorandische Sultanat haben Frieden geschlossen. Okay. Gehen wir mal nach Yarakar und fragen, ob sie Banditen gesehen haben. Okay. Aufgaben? Nö. Halt in den Feinde gesehen. Ah, da kann man nur Feinde herausfinden. Ja, in Geldschwierigkeiten sind sie. Okay, sind nicht gerade reich hier. Gehen wir mal in diesen Wald hier oben. Ich denke, ich weiß nicht, in diesem habe ich eigentlich immer von Fenfoluca aus Quest bekommen. Ja, geht schon ganz viel ab. Also am Anfang war ja nichts los mit den Berichten und jetzt sind die Berichte schon recht viel häufig hier zu sehen. Da ist einer. Waldbanditen 15. Könnte es sein, dass er der im Banditenlager ist? Ja, geh einfach mal durch mich durch. So nicht. Ja, hier. Prima. Ihr nähert euch dem Versteck. Die Waldbanditen scheinen euch noch nicht entdeckt zu haben. Und ihr könnt euch noch unbemerkt davon schleichen. Der schwierige Zugang zum Versteck.
durch eine Hand, durch einen Kiefernsumpf würde bedeuten, dass ihr nur eine Handvoll Soldaten und keine Pferde mitnehmen könntet. Schlüge er am Gefehl, könnte die Waldbandit mit Leichtigkeit fliehen und sich zerstreuen. Möchtet ihr das Versteck angreifen oder auf eine andere Gelegenheit warten? Ja, wir greifen an. Und jetzt schießen wir denen mal gehörig in den Kopf. In den Face. Wir suchen uns hier mal ein bisschen eine gute Position. Hier oben ist niemand. Die sind dort drüben, okay. Ich denke mal, hier ist niemand, sonst würde auch hier jemand hochgehen von uns. Oh, wir haben einen verloren, also eine ist bewusstlos geworden. Schaden. Das gibt einen Hals, das gibt einen zerschlagenen Kopf. Das wird Schmerzen machen. Kämpf doch besser. Wir sind leider noch ein bisschen unten, Ding. Wie ihr gesehen habt, können die Truppen eben eine Fangs sammeln und dann durch stärker werden. Und sie werden auch stärker durch Taten, also wenn sie kämpfen. Und dadurch kann man richtig gute, starke Krieger züchten, wenn sie halt nicht immer sterben werden. Zwei haben wir verloren. Okay. Ohne Rückzugmöglichkeiten fallen die Waldbanditen einen nach dem anderen eure entschlossenen Angriff zum Opfer. Ihr Versteck und unrechtmäßigen Besitztümer gehören nun euch. Es befinden sich 48 Gegenstände in der Ausrüstungstruhe. Zugriff. Oh, oh, Schätzchen. Kommt her. Ich hoffe, die sind noch ein bisschen was wert. Die nehmen wir nicht mit. Die sind jetzt überhaupt nichts mehr. Könnten wir noch hier eine Rüstung so mitnehmen? Brot. Rindsfleisch, nein, die machen wir hier hin, weil die nehmen wir nicht gerne mit. Der Käse. So, das reicht eigentlich. Nehmen wir noch diese Nomadenrüstung mit. Das war ich schon sehr wertvoll. Und die Stiefel, die Stiefeletten, der Pickel,